Hello guys, ja, ihr werdet euch jetzt bestimmt wundern, warum ich jetzt hier in Schleide stehe, vor dem Einkaufszentrum und nicht vor dem Park der Freunde. Nun, das liegt leider daran, dass mir etwas passiert ist, was mich sehr, sehr, sehr traurig macht und so. Und zwar, ich habe weitergespielt, ich habe einiges gemacht, ich war wie ausgemacht beim Park der Freunde, wo wir auf Professor Eich getroffen sind. Wobei ich sagen muss, das war ein ziemlicher Reinfall. Also wir waren jetzt, wie gesagt, da unten beim Park der Freunde. Das war aber ein ziemlicher Reinfall, weil man da nichts machen konnte. Das war irgendwie irgendwas mit Wi-Fi, Dingsbums da. Also wir konnten da nicht wirklich was machen. Das war auch absolut gar nicht spannend. Dann bin ich hier zu Professor Eich in Jubelstadt gegangen, hab mit ihm gesprochen. Der hat mir dann erstmal erklärt, ja, hier legendäre Pokémon, Pipapo und so weiter. Dachte mir, endgeil. Nachdem aber ich keine gefunden habe und es war auch nichts eingezeichnet, habe ich mir gedacht, okay, weißt du was, scheiß drauf. Hast jetzt die Schnauze voll. Ich will das Let's Play jetzt doch mal zu Ende bringen. Ich meine, angefangen am 17. März 2011. Und wir haben jetzt Ende Februar 2012. Es muss jetzt einfach mal zu Ende gehen. Und ihr sagt ja selber, endlich die Top 4 und ich denke, das werde ich jetzt auch tun. Ich habe ja gefragt in der letzten Folge, was kann ich noch meinen Pokémon geben? Wie kann ich mich noch verbessern, damit wir gegen die Top 4 eine Chance haben? Unter anderem hieß es, ich soll Giratina, wie sie Draco-Meteor beibringen, die Attacke. Habe ich gerne gemacht. Das Problem ist nur, das Pokémon muss mich ja dafür lieben. Jetzt habe ich mit Giratina so gut wie noch nichts gemacht. Und ich hab's trainiert und es hat mich angekotzt, weil das Vieh zu trainieren ist ungefähr die Hölle auf Erden. Was glaubt ihr, warum es so lange jetzt keinen Part mehr gab? Und es wollte mich nicht lieben. Dann habe ich ohne Scheiß, ihr könnt es leider hier sehen, an meiner Medizin. Hier, ihr findet kein Carbon mehr, ihr findet kein Zink mehr, ihr findet gar nichts. Ich habe all meine Items, all meine Medizinteile, habe ich Giratina reingepresst, damit es mich irgendwann liebt. Ich habe ihn alles reingepresst, was ich hatte. Und es waren viele Items. Und es hat mich immer noch nicht geliebt. Dann habe ich es nochmal ein paar Level nach oben gebracht. Wo ich mir dachte, ey, ich kann nicht mehr. So viel Zeit habe ich nicht. Ich will die Zeit nicht investieren, Mann. Und dann habe ich, habe mir gedacht, scheiß drauf. Ich hatte 9 Superbonbons. Und die habe ich Giratina alle reingebombt. Und jetzt ist er auf Level 94. Ja. Also ich habe es bis Level 85 habe ich trainiert. Das hat mich sehr viele Stunden gekostet. Und dann tausche ich es nicht. Und dann bin ich hingegangen zu der Oma und ich konnte Draco Meteor beibringen. Das hat mich endlich geliebt auf Level 94 mit allem, was es hatte. Und deren Werte sind jetzt wirklich ziemlich awesome. KP 409. Und die Werte sind sonst auch ziemlich geil. Ihr seht hier, ansonsten habe ich jetzt noch Fliegen beigebracht. Und den Spuckball, die Drachenklaue, habe ich jetzt mal behalten. In diesem Part werden wir jetzt die Vorbereitung auf die Top 4 machen, wo ihr auch nochmal interaktiv mitwirken könnt, wo ihr nochmal ein paar Sachen bestimmen könnt. Es ist jetzt nämlich folgendes. Ich werde jetzt die Top 4 machen. Dann werde ich das letzte Pokémon fangen und dann war's das. Das bedeutet, all das hier, das brauchen wir alles nicht mehr. Wir brauchen es nicht mehr. Das heißt, ich könnte jetzt eigentlich all den ganzen Scheiß hier verkaufen. Ne? Zum Beispiel Finsterstein. Ich werde eh nichts mehr entwickeln. Das sind 1000, die ich jetzt eigentlich verbraten kann. Aber gut, werde ich jetzt zum Beispiel jetzt einfach nicht machen. Denn wir haben recht gut was an Items. An Geld. Wir haben nämlich 320.000 Poké-Dollar. Und es ist ja wohl klar, was man vor den Top 4 macht. Man verprasst sein ganzes Geld für Medizin. So, ich habe mir das jetzt schon ausgerechnet. Und zwar kann ich jetzt von jedem dieser sechs Medizinsachen, kann ich mir 5 kaufen. So, das werde ich jetzt natürlich nicht machen, weil da werde ich ein bisschen anders vorgehen. Zum Beispiel Giratina hat alles an Eisen, Kalzium, Protein und so bekommen. Also das Vieh kriegt von mir nichts mehr. Das Einzige, was es von mir kriegt, ist 5 KP plus. Das auf jeden Fall. Weil das Vieh hat dann so hart viel KP. Das werde ich jetzt einfach mal machen. Und dann werden wir zusammen gehen. Wir gehen dann zusammen nochmal das komplette Team durch. Und dann schauen wir mal, ob es wirklich ready ist. So. Ah, eigentlich nur, es steigt nur um 2. Das ist ein bisschen schwach, ne? Oh, jetzt um 3, okay. Schauen wir mal, ob ich es noch auf 420 krieg. Das wäre geil. Ah, komm, 420, das wär's. Jawohl, okay, 420, das muss reichen. So.
Was ich jetzt auf jeden Fall noch machen werde, ist, ich werde... Oh, entschuldigt. Moment. Also Giratina, gucken wir uns Giratina an. Hat KP 420, ey, das ist 4 aus auf 94. Ich werde jetzt wahrscheinlich kein Stück mehr trainieren, hab die Schnauze voll davon, ganz ehrlich. Ich glaube, Giratina wird einfach mal der Oberburner sein, ne? Also, die Werte sind der Hammer, die KP ist der Hammer. Fliegen, Drakometeor, Drachenklau und Spuckball. Also ich glaube, da geht's eigentlich schon gar nicht mehr besser. Wenn ihr meint, da kann man doch noch was anders machen, dann bitte schreiben. Ich zeige euch jetzt nochmal ganz kurz alle ATMs, die wir auch haben. So, also von... Oh, Moment, von oben gehen wir nochmal kurz durch. Ich werde es ganz kurz durchschalten. Wenn ihr nicht mitkommt, macht, drückt halt einfach mal Pauseknopf. Also ab hier, ne? Lesen. Pauseknopf drücken, wenn es ist. Und dann sagt ihr mir, ob wir irgendeine TM an irgendein Pokémon noch geben können. Und wenn ich irgendeine TM noch nicht habe, aber für ein Pokémon sehr wichtig ist, dann sagt mir das. Dann versuche ich die noch irgendwie zu organisieren. So, jetzt haben wir Giratina gehabt. Mashumai. Mit Mashumai bin ich eigentlich soweit sehr zufrieden. Verteidigung ist ein bisschen schwach. Aber ich glaube, da werde ich auch noch weiter auf Angriff gehen. Ich werde dem Mashumai noch ein paar Proteins, glaube ich, ist es, reinballern, damit einfach, wenn es drankommt, einmal Wuchtschlag rein und vorbei ist die Scheiße. Ich denke, das werde ich so machen. Zum Beispiel Weckruf oder so, das kann weg. Falls es für Weckruf noch eine bessere Attacke gibt, sagt mir Bescheid. Stärke kann ich auch nochmal wegmachen, das ist mir egal. Ich war nämlich auch schon mal beim VM-Verlerner, das werde ich euch gleich noch zeigen. Wenn ihr dann noch eine Idee habt, sagt es mir Bescheid. Ansonsten bin ich mit Mashumai soweit zufrieden. Ich werde es auch nochmal ein bisschen trainieren, das erkläre ich euch aber am Ende der Folge. Ja, wie sieht es mit meinem Sherox eigentlich aus? Ich werde es behalten, ich werde es mit zu den Top 4 nehmen. Weil es hat eigentlich einen ganz guten Angriff. Es gefällt mir soweit auch ganz gut. Hier könnte ich eventuell noch eine andere Attacke beibringen. Was weiß ich, Stahlflügel oder so. Wenn ihr da noch Ideen habt, bitte Bescheid sagen. So, bei meinem Empoleon, denke ich, wird auch nichts mehr zu geben sein. Ich denke, das ist ziemlich stark. Es hat Spezialangriff und Verteidigung recht gut. Angriff leider recht wenig. Das macht aber gar nichts. Da werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen auf die Spezialattacken gehen. Aber auch hier, wenn ihr eine Idee habt, statt Blizzard oder so, ich weiß es nicht. Ich denke, ich werde Blizzard behalten. Meine Eisattacke sollte ich schon einmal im Team haben. Zum Beispiel bei Mewtwo habe ich einiges geändert. Da habe ich zum Beispiel erstmal habe ich einen Kraxler ja nicht mehr also verlernen lassen, weil Kraxler ist Quatsch, das brauchen wir mit Mewtwo nicht in die Top 4 gehen. Mewtwo werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Spezialangriff machen. Ich habe ihm nämlich noch Donner beigebracht, damit ich jetzt endlich meine Elektroattacke habe, nachdem ich meine Zapdos nicht mehr holen werde. Erdbeben für Boden lasse ich auch wahrscheinlich noch drin. Außer ihr habt da eine bessere Idee für Psychoklinge und Psychokinese, ist denke ich mal auch soweit klar. Hier werde ich auch die Spezialangriffswerte werde ich noch ein bisschen erhöhen. Bei Tornupto, das muss ich sowieso noch trainieren, deshalb da sind die Werte auch noch nicht so stark. Falls ihr da noch eine Idee habt, also ich denke Eruption und so, Sternschaut zum Beispiel kann weg, aber da muss ich auch erstmal schauen, was ich dann noch machen kann. Wie gesagt, jetzt erst nochmal Ideen sammeln, ein bisschen Brainstorming. Ich werde off-air, also während ihr jetzt mir schreibt, was ich machen soll, werde ich erstmal schön brav noch trainieren gehen. Das heißt, ich werde meine Pokémon noch ein bisschen trainieren, das wird vielleicht jetzt nochmal ein paar Tage dauern. So, wie war es? Verteidigung. Was, irgendwas war die Verteidigung. Spezialangriff werde ich auf jeden Fall noch gehen. Gebe ich nämlich Mewtwo. Spezialverteidigung werde ich auch Mewtwo noch ein bisschen was geben. Und Carbon-Initiative, das ist jetzt nicht so wichtig. Und während ich eben da trainiere, schreibt ihr mir, was ich am besten noch verbessern kann, damit wir gegen die Top 4 überhaupt bestehen können. Ich weiß nicht, vielleicht bringe ich sie auf 90 oder so. Mehr werde ich wahrscheinlich nicht mehr machen. Ach, es hat gar keine Wirkung mehr auf ihn. Oh, okay. Kann ich dann bei Mewtwo noch den Spezialangriff toppen? Ja, das geht soweit noch. Okay, ah, okay. Da geht das ein bisschen öfter. Mashumai kann ich nicht mehr stärker machen, das ist interessant. Aber Mewtwo baller ich auf jeden Fall hier den Spezialangriff noch rein. Und ich werde jetzt auf Spezialverteidigung werde ich noch gehen. So. Ich mache bestimmt irgendwas falsch, aber das ist mir egal. Da könnt ihr flamen, was ihr wollt. Ich denke, ich werde so bestehen können. Ich könnte noch ein paar KP Plus vielleicht Mewtwo geben. Das könnte auch ganz cool sein. Das Protein. Wem gebe ich denn jetzt das Protein? Boah. Wäre eigentlich jetzt schon fast was für Sherox. Das Protein behalte ich jetzt mal. Sagt mir Bescheid, wem ich das Protein jetzt geben soll.
Und sagt mir was. Ach, ich lasse einfach jetzt euch entscheiden. Sagt mir, was ihr noch kaufen soll, was ich wem geben soll. Ob ich jetzt noch ein paar KP Plus kaufen soll oder vielleicht doch lieber noch ein bisschen Verteidigung oder Spezialangriff. Für noch mehr für Mewtwo, sagt mir da einfach Bescheid. Dann sagt mir, wie ich mein Team noch verbessern soll. Also, was ich da wo reinsetzen soll an Attacken. Ich gehe jetzt direkt wieder weiter trainieren. Und sobald ich sehe, dass ich gute Kommentare von euch gesammelt habe und sobald ich denke, dass das Team einigermaßen ready ist, dann werde ich eine Folge machen, wie wir... dann werde ich gar keine Folge machen. Ich werde das dann off-air. Ich werde also schon die Attacken so geben. Ich werde auch das ganze, die ganzen Vitamine reinballern. Und dann geht's im nächsten Part geht's dann zu den Top 4. Weil es muss jetzt langsam einfach mal zu Ende gehen. Und ich denke, es ist jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, jetzt nachdem mir eh so viel von den Aufnahmen verloren ist. Ich war noch bei der und der einen Route. Ach ja, an den einen Typen, der mir die PN geschickt hat, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich eine Route total vergessen habe. Und zwar, wir sind damals von Weideburg nie wirklich nach Herzhofen gelaufen. Wir haben hier zwar, waren wir im Moor drin, aber diesen Bereich haben wir gar nicht gemacht. Den hatte ich nämlich leider auch on-air noch gemacht, bis mir dann die Aufnahme leider verloren gegangen ist. Achso, habe ich das ja eigentlich komplett erzählt. Ich habe nämlich aufgenommen. Und es ist leider kein Scheiß, es könnte am schlechten Wetter hier gelegen haben. Das war vor ein paar Tagen und dann hatte ich erstmal die Lust wieder verloren. Ich hatte gezockt, hatte aufgenommen, hatte dann im Spiel gespeichert. Ja, das war vielleicht der Fehler, aber ich hatte einfach über eine halbe Stunde gespielt und habe mir gedacht, ey, wenn ich das jetzt verliere, dann kriege ich Sonnenhals, ne? Und dann, bumm, Stromausfall. Super. Spiel natürlich gespeichert, aber die Aufnahme nicht. Herrlich. Das war ein Spaß. Ja, die Route habe ich auch noch fertig gemacht. Ich danke dir, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Ich habe... Für dich bin ich dann noch durchgelaufen, habe die restlichen Trainer besiegt, aber... Naja, was sonst. Wir wollen jetzt hier hin. Top 4 Pokémon Liga. Also, jetzt haut in die Tasten, sagt mir Bescheid, was wir machen sollen. Und ich gehe jetzt trainieren und dann sehen wir uns in einer Woche wieder. Ich weiß es nicht, je nachdem, wie lange es dauert. Ihr werdet es dann schon sehen, ne? Also, haut rein.